Einen wunderschönen guten Tag bei Mystica TV und herzlich willkommen. Ich freue mich nun, ein weiteres Gespräch zu führen zu dürfen mit der wunderbaren Jana Haas. Ich grüße dich. Schön, dass du wieder hier bist. Ich grüße dich, Thomas. Ich freue mich auf unser Wiedersehen. Wunderbar. Und diesmal geht es um ein ganz praktisches Thema, nämlich innere Stärke entwickeln in herausfordernden Zeiten. Und das Ganze geschieht auf Mystica TV. Ja, innere Stärke entwickeln in herausfordernden Zeiten ist der Untertitel des Buches, das vom Titel her heißen wird, das Seelenhören. Mhm. Das finde ich einen wunderschönen Titel und dieses Buch ist von dir, liebe Jana. Und wenn ich es richtig mitgekriegt habe, schon das 13. Buch. Genau, eine besondere Zahl. Ja, genau. Seelenhören ist sofort etwas, was irgendwo berührt. Das heißt, ich lerne mit der Seele wahrzunehmen, ja, kann man das so sagen? Ist das so? Genau. Da geht es auch um einen Bewusstseinsweg, den du da so ein bisschen vermitteln möchtest. Erzähl doch mal, wie kamst du darauf, dieses Buch zu schreiben? Nun, dieses 13. Buch ist eine Art die Zusammenfassung meiner bisherigen Bücher, wo die Hauptbotschaft rüberkommt, die Stärke in sich zu finden, sein eigener Meister zu sein, seine geistige Anbindung aufrechtzuerhalten, starke Intuition und Glauben zu haben und damit kraftvolle Entscheidungen treffen zu können, denn der Mensch ist immer stärker, als er glaubt zu sein. Denn das ist interessant, die Menschen in ihrer spirituellen Ausrichtung und religiösen Glauben suchen nach Kraftquellen im Außen und suchen nach Quellen, die ihnen sagen, was sie tun sollen. Aber wenn man auf eine wirklich wahrhaftige Quelle stößt, wie seinen Schutzengel, und ihm die Frage stellt, was soll ich tun im Außen, dann wird man niemals, ein Schutzengel wird niemals in den freien Willen eingreifen, denn du bist keine Marionette, und dir sagen, was du zu tun hast. Sprich, sollst du den heiraten oder verlassen? Das müssen wir selber wissen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass wir gar falsch denken. Falsch im Sinne von einseitig und uns damit selbst im Weg stehen. Denn wie wurde uns beigebracht zu denken? Zum Beispiel, wie oft haben wir in der Kindheit gehört, was sollen andere über dich denken? Was sollen die Nachbarn denken? Kennst du das? Ja, 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 ja. Und damit geht ja der Blick nach außen, sprich das, was andere erwarten, ist dann richtig. Passe dich an. Und das ist nur zum Teil richtig, damit die Gesellschaft gut funktioniert und wir sozial konform sind. Doch die Gesellschaft braucht auch starke Individuen, die ihre Kreativität, ihre Sinnhaftigkeit, ihre Stärke spüren. Und deshalb sollte man die Kinder viel häufiger fragen, was denkst du? Wie fühlst du dich? Wurdest du so eigentlich angesprochen? Was ist dir wichtig? Nein, natürlich auch nicht. Man lernt es auch in der Schule nicht. Eben. Und indem man und das ist eine Frage, die nach innen geht. Und Spiritualität geht immer nach innen. Und die Kraft liegt ja immer in unserer inneren Ruhe. Und so sage ich, die Wurzel aller Probleme, allen Übels ist ängstliches Empfinden und einseitiges Gedankengut, der beginnt mit dem Wort, was soll ich tun? Lieber Mann, sag mir, was soll ich tun? Lieber Lehrer, sag mir, was soll ich tun? Lieber Pfarrer, lieber Arzt, sag. Und damit ist man nur in Pein. Und wenn man die Frage an die Engel stellt, wird er nie in den freien Willen eingreifen. Er wird dich bewertungsfrei betrachten in bedingungsloser Liebe und Engelgeduld. Er wird dich in seinen Lichtflügeln einhüllen, in seine bedingungslosen Liebe berühren und du wirst spüren, nämlich indem du zur Ruhe kommst, dass es eher um die Frage geht, wie fühle ich mich? Wie möchte ich mich fühlen? Und erst daraus ergibt sich dann der zweite Schritt, was soll ich tun? Weil fühlen wir uns stark, bestimmen wir dann, was wir tun sollen.
Und deshalb die Wurzeln alles Glück, allen Glücks ist die Frage, die mit dem Wort wie beginnt. Und so habe ich dann erstmal lernen müssen, selber lösungsorientiert zu denken und zu fühlen, wie geht es meiner Seele, wie fühle ich mich, wie möchte ich mich fühlen. Und dann weiß ich, was ich dazu beizutragen habe. Und aus diesem Wie nach innen gehen, stoßen wir automatisch auf unsere Liebe und auf unsere spirituelle Kraft. Und dann verstehen wir, durch diese Liebe kommen ja auch kraftvolle, klare Gedanken und wir gestalten unsere Welt lichtvoll und verstehen, dass es natürlich wahr ist, nicht nur, dass der, der seine Gefühle gestaltet, in Liebe gestaltet auch sein Schicksal, sondern dass es tatsächlich wahr ist, dass die Qualität, dass das Glück von der Qualität unserer Gedanken abhängt. Und damit, mit dieser sanften Gestik der bedingungslosen Liebe, erinnert der Schutzengel jede Seele daran, an ihr eigenes göttliches Urpotenzial, an ihre eigene schöpferische Natur der Liebe. Und darum geht es, dass wir nach innen fühlen, dass wir auf die lösungsorientiertes Gedankengut entwickeln, eine starke Intuition, eine heilsame Beziehung zu uns selbst in Liebe und auf unsere Seele wahrlich hören. Und das zeigt sich ja durch so viele unterschiedliche Möglichkeiten mitten im Alltag. Mhm. Zum Beispiel, ich bin ja auch in meiner Erziehung damals im Kommunismus rational geprägt. Und wir alle haben dadurch, durch diese einseitige Rationalität, Versagensängste und halten an unseren Plänen aus diesem Grunde auch fest, wie mein Plan muss funktionieren und wenn er nicht funktioniert, dann habe ich versagt. Und wir alle wollen ja Schmerz, Leid vermeiden. Und ich habe gelernt, wirklich diesen Satz zu verinnerlichen nach dem Motto, willst du Gott zum Lachen bringen, berichte ihm von deinen Plänen. Ja. Ich habe gelernt, mich in die Demut hineinzubegeben vom ganzen Herzen. Und Demut bedeutet nicht, ein Fußabtreter zu sein, unter jemandem zu stehen. Demut bedeutet, ich bin mir dessen bewusst, dass ich als kleines Seelenlicht mit dem großen Ganzen verbunden bin. Das ist geistige Anbindung, Charakter. Mhm. Und das bedeutet, wenn ich mit dem großen Ganzen verbunden bin, dann gibt es auch eine höhere Kraft und auch höheren Plan, der größer ist als mein tatsächlicher Gedanke. Das bedeutet, wenn mein Plan so nicht aufgeht, dann bedeutet es nicht zwingen, dass das Ziel falsch ist. Nein, wir sollten unsere lichtvolle Ziele fest vor Augen halten. Doch den Weg dorthin sollten wir niemals stur verfolgen, sondern kreativ, spontan, flexibel, weil es gibt nicht nur den einen richtigen Weg zum Erreichen seines erfolgreichen Zieles, sondern nur den stimmigen. Und der stimmige ist heute dieser. Morgen kommt eine neue Chance und dann ist dieser stimmige Weg ein bisschen mehr nach links gerutscht, ein bisschen mehr nach rechts. Und durch diese Fügungen, durch diese Achtsamkeit sehen wir dann die geistige Führung und dann sehen wir, oh, mein Plan ist hat sich ganz anders entwickelt, aber im Endeffekt besser, als ich es selber jemals hätte planen können. Aber natürlich habe ich auch die Erfahrungen gemacht, bei all den Plänen und Fleiß, dass etwas mal nicht zu erreichen, etwas mal nicht zu bekommen, im Nachhinein eine größere Gnade sein kann, als man denkt. Sieht man oft erst hinterher. Ja, das ist genau. Wohl so. Und so lernt das Buch auch, wir haben unser Leben zwar im Vorwärtsgehen zu gestalten, verstehen tun wir das Leben oftmals natürlich im Nachhinein, jedoch unserem stimmigen Herzen zu folgen, auf unsere Seele zu hören, im Sinne von, was ist für mich stimmig, womit fühle ich mich wohl, kann ich bei dem Ziel, bei der Entscheidung, bei den Menschen tief atmen in meinen Bauch,
ist es auf der körperlichen Ebene stimmig, Liebe spüren in meiner Seele, in meinem Herzen und klar bleiben in meinem Geiste. Und dann bin ich verbunden und dann bin ich im Flow, dann bin ich im Fluss des Lebens und bin jeder Wandlung gewachsen, weil die Wandlung ist ja Veränderung, das einzig Beständige im Leben. Es geht um eine hohe, kraftvolle, lebensbejahende Philosophie, die aus unserem Herzen kommt, wo Herz und Verstand verbunden sind. Das niemals einseitig. Über die Kunst, ja. Jetzt sind wir Menschen ja sehr unterschiedlich. Es gibt Menschen, die haben ein sehr klares Ziel und wissen auch, wohin es geht. Aber es gibt immer wieder auch Menschen, da kenne ich auch ein paar, die sagen, ich weiß gar nicht so recht, wohin, was soll ich tun? Ich habe meinen Platz noch nicht gefunden. Was kannst du diesen Menschen raten? Ja, wenn die Menschen zum Seminar kommen, ist ja, oder zu einer Beratung, dann ist das ist die wesentlichste Frage bei Ihnen, was soll ich tun? Nun, ich habe vor 10 Jahren jahrelang Beratungen gemacht, damit habe ich begonnen. Und ich habe immer die Erfahrung gemacht, ich gab den Menschen ihre persönliche Engelbotschaft, ich gab den Menschen, also machte sie auf ihre emotionale Lebensaufgabe aufmerksam. Ich verhalf den Menschen bei ihren Entscheidungen. Und wenn sie dann kurze Zeit später wiederkamen oder über längeren Zeitraum immer wieder kamen, habe ich eher beobachten können, dass die Menschen eigentlich nie das gemacht haben, was man ihnen empfohlen hat. Ja. Und es war für mich aber nicht frustrierend, weil ich das nicht bewertet habe, sondern in Engelgeduld betrachtet habe, sondern es war für mich einfach verständlich, dass nur das Individuum selbst für sich entscheiden kann, was er zu tun hat. Ja, auf die Seele hören, klingt so schön, klingt so einfach, es gelingt trotzdem nicht jedem. Ja. Wie gehe ich da vor? Da hast du absolut recht. Viele Menschen haben es nicht so leicht, auf ihr Herz zu hören, auf ihre Seele. Das liegt daran, dass die leidvollen Prägungen in der Kindheit einfach sehr gravierend sind. Zum Beispiel fällt mir dabei eine Frau ein. Seit einigen Jahren kommt sie immer wieder zu Gruppensitzungen, zu persönlichen Engelbotschaften. Und ihre Botschaft hat immer wieder als Schwerpunkt die Selbstliebe, die Beziehung zu sich selbst. Und jedes am Anfang, während ich ihr die Botschaft ihres Schutzengels überbrachte, wirkte diese Frau auf mich völlig abwesend. Sie hörte gar nicht zu. Weder mir noch ihrem Schutzengel. Und in ihrem Köpfchen drehte sich nur so ein Home-Video. Sie war mit ihren Gedanken immer woanders, anstatt bei sich. Und irgendwann kam sie zu mir und sagte, eigentlich komme ich, damit sie mir sagen, wann mein Mann zu mir kommt. Ach Gott. Und dann meinte ich, wie ihr Mann zu ihnen kommt. Ja, er wohnt jetzt mit seiner neuen Partnerin schon seit einigen Jahren. Und ja, wann kommt er zu mir? Und das zeigt, ihre ganze Energie geht auf diese Sehnsucht, weil sie in der Kindheit nicht gelernt hat, allein zurechtzukommen, sich selber zu genügen, sich wertvoll zu fühlen. Und damit ist sie sich auch nichts wert, einen Partner anzuziehen, der liebevoll ihr begegnet und resoniert eben stets auf Ablehnungen. Und dann habe ich ihr gesagt, es geht nicht um ihren Ex-Mann. Bei ihrer persönlichen Schutzengelbotschaft geht es um sie, um ihre Seele. Und es ging bei ihr, hatte ich den Eindruck, da rein und da raus. Und ich habe es nicht beurteilt. Ich gebe die Botschaft und jeder ist frei, damit zu arbeiten, wie er möchte. Und ich empfehle, dass man damit mit der Botschaft meditiert, seine Entscheidungen diese Botschaft in seine Entscheidungen hineinfließen lässt, diese gute Energie, die einen stark, gesund und erfolgreich macht. Und beim nächsten Mal kam sie rein
Und während ich gerade ihr die Botschaft geben wollte, guckt sie mich so an, wann kommt mein Mann zurück? Und können Sie mir das sagen? Ich so, nein. Und dann gab ich ihr wieder die Botschaft der Selbstliebe und ihr Schutzengel hat sie darauf aufmerksam gemacht, wie großartig ihre Seele ist und dass sie das jetzt mit 50 erkennen soll, darf. Und ich dachte, ich sehe sie nie wieder. Und dann kam sie doch nach einigen Monaten wieder, aber sie war wie verwandelt. Ihre Augen waren klarer, ihr Gesichtsausdruck freundlicher, ihre Haut war rosiger, sie blühte auf. Und da merkte ich, ihre Engelbotschaft beginnt sich zu verwandeln, mehr ins Tun zu kommen, aus der Selbstliebe heraus jetzt, sich auf das Neue einzulassen und so weiter. Also von innen heraus stark sein. Mit Hilfe der Engelbotschaft hat sie begonnen, indem sie sich immer wieder angehört hat, damit meditiert hat, sich selbst zu spüren, bei sich anzukommen. Und das hat sie in ihrer Seele zum Erstrahlen hat lassen. Sie hat gelernt, sie ist wertvoll und ihren Weg endlich gehen zu können, ohne ständig in die Vergangenheit zu schauen, ja, na, wo ist er denn? Na, wo ist denn mein Ex-Mann? Und damit ihre ganze Daseinsberechtigung von einem Menschen abhängig machen zu lassen. Also sie hat aufgehört, in der Fantasie zu leben, indem sie angefangen hat, ihre Seele zu spüren und damit nach vorne schauen und damit eben in ihrem Leben ankommen. Und heute, sie hat tatsächlich ein Jahr lang sich mit sich selbst auseinandergesetzt, sich eine Liebesbeziehung mit sich selbst erlaubt. Das heißt, die Liebe, die sie sonst einem Mann gegeben hätte, sich selbst jeden Tag geschenkt. Und eine gute Übung für einen Menschen, absolut, der vielleicht im Moment Single ist und sich etwas erhofft und dann einfach mal das so. Es ist sowieso empfehlenswert, nach einer gescheiterten Beziehung mal ein Jahr sich selbst auszuhalten. Ohne Affären, ohne Ablenkungen, sondern wirklich sich selbst mal zu ertragen. Denn dann erkennt man, was ist schiefgelaufen und transformiert es und dann begegnet das einem wiederum nicht in einer neuen Beziehung. Und heute, anderthalb Jahre später, sehe ich sie lächelnd an der Seite eines neuen Partners. Und sie strahlt Frau sein aus und nicht als ein Häufchen Elend, der in seiner eigenen Vorstellung gefangen ist. Die Vorstellungen führen immer zu Täuschungen und damit zu Enttäuschungen. Hören wir auf unsere Seele, indem wir Liebe zu uns spüren, indem wir unsere Gedanken nach Nachvollziehbarkeit, Umsetzbarkeit, Liebesfähigkeit prüfen und damit unsere Entscheidungen, dann folgen wir unserem Herzen, unserer Intuition. Aus innerer Schönheit heraus sehen wir, die ganze Welt ist doch schön. Und dann spüren wir, Mensch, da gibt es ja noch so viele Menschen, die auch mich lieben, weil ich liebenswert bin. Und dann kommt so eine Resonanz, dass eine neue Partnerschaft angezogen wird, wo man in seinem neuen Ich quasi oder in seinem wahren Ich tiefe Erfahrungen machen kann, der Liebe auf allen Ebenen. Und ich muss sagen, also so ein schwerer Fall von Abhängigkeit, der sich so neu erfunden hat, erfinden konnte, also sie, diese Frau bewundere ich. Bewundere ich und bin echt schwer beeindruckt, denn das sind tatsächlich Wunder. Wunder, wenn ein Mensch sich selbst anerkennt. Schön, ja. Ja, Wunder einer Persönlichkeitsentwicklung. Das Glück auch ist in uns, ja, der Schlüssel zum Glück. Höre auf deine Seele. Wenn du mir noch ein Beispiel erlaubst. Ja, gerne. Höre auf deine Seele. Ein anderes Beispiel. Ich erinnere mich, eine junge Frau, also die gerade mit ihrem Abi beschäftigt waren, war auch bei einem Intuitionsseminar und sie kam natürlich mit der Frage zu mir, ich muss mich jetzt entscheiden, was ich studieren soll, was ich werden will beruflich und was soll ich tun? Übliche Frage. Und
natürlich, und ich schaute mir ihren Schutzengel an ihrer Seite. Er leuchtete in seinem violetten, feingeistigen Licht. Und diese Feinsinnigkeit, diese Lieblichkeit ist wiederum in ihr, aus der sie auch handeln soll. Also für sich einstehen soll und ihrem Herzen folgen. Und er zeigte mir in ihrer Aura lauter Tiere. Und dann meinte ich zu ihr, also ich sehe, dass du eine unglaubliche Liebe zu Tieren hast. Und so, damit fühle bitte in dich hinein, wie fühlst du dich, wenn du an Tierwelten denkst? Und wie möchtest du dich in deinem Berufsleben fühlen? Und daraus wird dann aus deinem freien Willen heraus resultieren die Entscheidung, was du studieren willst oder was du lernen willst. Und dann schmunzelte sie und sagte, meine ganze Kindheit und Jugend habe ich nur auf dem Reiterhof verbracht, nur mit Tieren mich beschäftigt. Und es ist tatsächlich so, auch wenn ich Menschen liebe, fühle ich mich bei Tieren so viel wohler, als ob ich zu Hause angekommen bin. Da bin ich ich selbst. Und das war für sie einfach die Bestätigung, ja, auf dieses Gefühl der Stimmigkeit darf sie sich verlassen und nicht auf die Erwartungen, die scheinbar die Gesellschaft an sie richtet. Wir sollen immer dieses Joch der Gesellschaft, was uns zerdrückt, sprich, was denken wohl andere, was erwarten andere, abwerfen und in unsere Schönheit hineingehen und uns fragen, fühlen, wie fühle ich mich denn dabei? Wo bin ich ich? Und dann meinte ich zu ihr, ja, also darfst du deiner Intuition vertrauen. Und was du damit machst, ob du jetzt Tierärztin wirst oder Tierpflegerin oder etwas anderes, das ist zweitrangig. Das kannst nur du entscheiden. Niemand darf in deinen freien Willen eingreifen. Und dann ist sie zufrieden, selbstbewusst, dann gegangen. Und damit, das, was ich jedem Menschen wünsche, ist Selbstliebe und Selbstbewusstsein. Die Engel haben mir das beigebracht, das konnte ich auch nicht wirklich bei Menschen abgucken. Auch wenn doch auf meinem Weg immer zur richtigen Zeit die richtigen Menschen mir begegnet sind, die genau das in mir ausgelöst haben, dass ich die Kurve in die richtige Seelenplanrichtung gekriegt habe. Und ja, sie folgt jetzt ihrem Herzen und das Wichtigste ist ja, dass sie zufrieden ist, denn in dieser Quelle ist ja die Heilung und damit ist sie mit Selbstbewusstsein aus dem Seminar rausgegangen und die Engel erklären, Selbstbewusstsein bedeutet, nichts Egozentrisches oder Egoistisches. Wir sind immer so pessimistisch in unserer Deutungsweise. Ja. Selbstbewusstsein bedeutet, ich bin mir der Qualität meiner eigenen Gedanken bewusst. Ich bin mir meine eigenen Gefühle bewusst. Ich bin mir meine Handlungen und deren Konsequenzen bewusst. Und aus dieser Einheit, aus dieser inneren Meisterschaft heraus treffe ich meine Entscheidungen und ziehe sie konsequent durch. Damit folge ich meinem Herzen, lebe in innerer Stimmigkeit, auch wenn und kann allen Stürmen gewachsen sein und damit lebe ich meinen vorgenommenen lichtvollen Seelenplan. Und ich freue mich für sie, dass sie das in jungen Jahren entdecken konnte. Ja. Kennst du das aus deinem Leben? Wie folgst du deinem Herzen, lieber Thomas? Ich liebe dieses Erforschen, was jeweils der nächste Schritt ist. Also ich sage immer, ich bin Experte darin, alle möglichen Berufungen und Berufsdinge mal ausprobiert zu haben. Ja, stimmt. Zwar weiß ich seit meiner Krebserkrankung im Alter von 24 Jahren, welche Themen ich vermitteln will, nämlich spirituelle Themen. Aber wie war für mich lange Zeit erstmal nicht klar. Und ich merkte aber auch, dass es gar nicht so klar sein muss, weil ich eigentlich alle möglichen Ausdrucksformen lernen wollte und auch gelernt habe. Und ich war nur, noch vor der Krebskrankheit habe ich da auch schon angefangen mit Schauspiel, mit Moderation, mit Schreiben, mit Regie führen.
Ich war nur vorher immer so auf dem Trichter, jetzt habe ich es gefunden, ich werde also Regisseur. Und habe das dann ausgemalt, wie ich in Hollywood hier einen Kamerakran führe und Regie führe. Und war dann immer ganz traurig, als ich es anders entwickelt habe. Alles zu seiner Zeit. Ja, das kann auch passieren. Aber bis ich gemerkt habe, das sind alles Stationen auf dem Weg. Das ist alles sehr, sehr spannend, das zu lernen. Und sehr, sehr spannend, da auch wieder neue Erfahrungen zu sammeln. Aber da ich sozusagen meine Arbeit auch als sehr künstlerisch empfinde, liebe ich es geradezu mittlerweile, mich auch von neuen Ideen wieder überraschen zu lassen. Das heißt, die Fernvision ist da, Aufklärung, spirituelle Themen ins Leben zu bringen, Menschen zu inspirieren, aber auf welche Art und Weise, da kommen immer wieder neue Ideen zustande. Ja, dem kann ich absolut zustimmen. Ich bin davon überzeugt, dass du diese Lebensaufgabe hast, das erwachende Bewusstsein der Menschheit durch Aufklärung, durch Inspirieren zu unterstützen. Und ich bin der Meinung, unsere Ziele sollten nie zu klein sein. So ist es. Wir sollten uns nie selber einschränken, sondern eben für alles offen sein, groß träumen, groß denken, doch in innerer Ruhe, unserem Herzen folgen, dem, was sich jetzt, sich zeigt, was jetzt möglich ist. Ja. Aber ich stimme dir zu, man braucht auch auf seinem Herzensweg auch eine gute Portion Geduld. Absolut. Ja. Also bei mir war zum Beispiel diese Vision, von dieser Arbeit leben zu wollen, die war erst mal 10 Jahre nur Vision. Ne? Also ich habe in den Medien gearbeitet, habe mich dann mit spirituellen Themen beschäftigt, wusste aber, irgendwann kommt es zusammen. Und dann gibt es eine Vision, das habe ich jetzt schon öfter erzählt, ihr wisst es schon, einer großen Fernsehshow. Die ist sozusagen wie ein Leitstern seit 24 Jahren vor mir. Und ich lasse mich davon führen. Dann entstand das Internet, was niemand hätte voraussehen können. Und jetzt kann ich das im Internet machen. Ob später noch eine Sendung daraus wird, das weiß kein Mensch. Das könnte sein. Auf Netflix, Amazon Prime, ich lasse es offen, lasse das Leben entscheiden. Wir träumen und den lieben Gott. Und träume weiter groß. Ja. Habe weiter große Visionen und kann aber auch wieder loslassen und sage so nach dem Motto, es wäre schön, wenn es so eine tolle Show gäbe. Wenn die jemand anders macht, ist auch schön. Aber wenn ich darf, würde ich natürlich am liebsten mitmachen und selbst machen. Und ich bin dann natürlich aber auch, da ist jeder Mensch anders. Nicht jeder hat so eine große Vision, sondern ich kenne auch Menschen, und das finde ich genauso faszinierend, die sagen, ich lasse mich komplett führen. Ich lasse mich überraschen, was als nächstes mir das Leben sagt. Ich habe nicht diese weite Vision. Ich weiß nur, ich folge meinem Herzen. Und das finde ich auch ganz spannend. Es darf jedoch nicht einseitig sein. Nur vom Herzen zu leben, ist auch einseitig. Es muss schon, Herz muss schon mit gesundem Menschenverstand verbunden sein. Und dafür braucht der Verstand auch lichtvolle Ziele. Denn wenn Herz und Verstand verbunden sind, dann sind wir auch handlungsfähig, dann bringen wir uns auch im Leben wirklich ein. Wir erschaffen etwas, wir nehmen die Ärmel hoch, krempeln die Ärmel hoch und sind auch handlungsfähig. Einfach nur im Nirvana zu sein, das hilft unserer Welt auch nicht in der Form. Was ich jedoch eben, ich finde Erfolg im Leben auch wichtig, nicht nur einfach absitzen, weil beides hat seine Berechtigung, keine Frage, aber man darf Erfolg auch nicht einseitig betrachten. Durch Erfolg im Sinne von, ich erreiche meine lichtvollen Ziele. In diesem Bereich messe ich Erfolg. Absolut. Ich folge meinen Werten. Und wenn, wenn ich einen Weg finde, nach diesen Werten und nach diesen Zielen mein Leben wirklich zu gestalten, dann ist es sehr, sehr erfüllend. Warum? Ja. Weil wir uns durch diese Lebenserfahrung etwas erreicht zu haben, für etwas uns eingesetzt zu haben, ja auch wahrnehmen. Und wir, durch diese Selbstwahrnehmung erfahren wir ja doch auch, was alles in uns schlummert und es über die Lebenserfahrung an die Oberfläche kommt. Also ich bin ein Fan von einem aktiven Leben im Außen, wie aber auch natürlich im Inneren. Und ich ziehe auch viele Menschen zu meinen Veranstaltungen an, die eben auch tough sind, fest im Sattel sitzen und eben auch was bewegen wollen. Und doch, auch da darf keine Einseitigkeit kommen, sondern die Balance, dem Herzen zu folgen und erfolgreich zu sein, bedeutet jedoch auch, lichtvolle Ziele vor Augen zu halten, den Weg dorthin flexibel zu gestalten und
gleichzeitig auch mit guter Portion Geduld, was in unserer Gesellschaft ja wahre Tugend darstellt. Ja. Doch als ich verstanden habe, gerade auch als ich so ein fleißiger, taffer Mensch, dass in der Geduld die Zuversicht liegt, dass alles zur richtigen Zeit sich schon fügen wird. Mit Vertrauen zu tun, Vertrauen in das Leben. Ja, das wurde für mich, fiel die Ungeduld von mir ab, sodass ich weiß, immer nach vorne zu schauen, den stimmigen Entscheidungen zu folgen und zu wissen, ich werde geführt, das Leben macht unfassbar lichtvollen Sinn. Ich möchte lichtvollen Fußabdruck in dieser Welt hinterlassen, indem ich liebe und geliebt mich fühle, geliebt werde. Und ich weiß, das Leben ist viel schöner und vielseitiger, nämlich fühler, vollkommener, wenn ich eben auch diese weite Kreativität zulasse und auch mich darauf einlasse, was die geistige Welt mit mir vorhat. Mhm. Wir bekommen sehr viel himmlische Unterstützung, doch ein bisschen tun, das sollten wir auch selber. Dafür sind wir stark. Und zwar im Aktiven wie im Passiven. Ja? Also scheinbar passiv ist ja die Meditation, ist dann wieder in sich hören, in die Stille gehen. Also ich habe auch Phasen, wo ich das dazwischendurch vergesse, weil ich so sehr im Äußeren bin. Und dann merke ich, was mache ich jetzt eigentlich als Nächstes? Dann erinnere ich mich, ach, die Meditation gibt es ja noch. Und dann merke ich, wenn ich das dann ein, zwei Tage praktiziere, bin ich wieder sehr schnell in Verbindung mit meinem Herzen und mit der geistigen Welt. Und dann kriege ich plötzlich erstaunlich schöne, klare Hinweise. Und jeder von uns hat das ist leichter. Diese Fähigkeit, sozusagen diese Hinweise empfangen zu können. Man muss es nur ein bisschen üben und das ist dann schon wunderbar. Auf meine eigene Seele zu hören, bedeutet es für mich, jeden Tag mich auf mich und meine geistige Anbindung zu besinnen. Mhm. Und als Beispiel, wie das bei mir funktioniert, ich halte ja viele Vorträge und ich gehe auf die Vortragsbühne ohne ein Vortragskonzept. Mir reicht das Vortragsthema. Denn du kannst dich vorbereiten, wie du willst. Es kommt eher anders, wie man denkt. Genau. Und so bete ich ein paar Minuten vor dem Vortrag, bitte um Hinweise, sehe, welcher Engel mich dabei unterstützt und er weiß ja, was dem Publikum gerade gut tut. Und eine Minute vor dem Vortrag habe ich meinen roten Faden von den Engeln bekommen und in diesem Wohlbefinden, in dieser Seelenstimmung gehe ich auf die Bühne und auf die Minute genau habe ich dann auch den fließenden Inhalt. Und das ist, mein Mann sagt immer, ui, das wäre ihm ganz schön riskant und ich sage, ich sehe, ich habe nur Vorteile dadurch, weil das berührt dann das Herz, das ist authentisch und ich brauche keine stundenlange Ausarbeitung der Vorträge, weil der Kosmos ist ja voller Wissen, mein Herz ist ja dafür offen und so ist es auch im Alltag, höre ich auf meine Seele, zum Beispiel, wenn mein Teenie Kind und ich uns mal unterschiedlicher Meinung sind, dann merke ich, oh, jetzt geht mir Wohlbefinden abhanden, jetzt kommt so eine komische Diskussion. Anstatt Öl ins Feuer zu gießen, atme ich tief durch, gehe in meine Selbstliebe hinein, in meine Klarheit, bin mitten im Eifer des Gefechts, in meine Vollkommenheit, bei mir. Und ich bin mir dessen bewusst, was sind meine Werte, warum sage ich meinem Kind zum Beispiel hier nein oder da ja. Mhm. Und dann aus dieser Klarheit heraus kann ich argumentieren, aus dieser Klarheit heraus kann ich spüren, wo können wir einen Kompromiss fassen, meine Tochter und ich, denn jede Beziehung besteht aufs Kompromissen. Und so fühlt sich jeder akzeptiert. Und so ist auch dann Vertrauen auch bei meinem Kind da, meine konsequenten Entscheidungen dann auch Vertrauen zu schenken. Und damit kann ich wirklich sagen, auf diese drei Herzensregeln zu achten,
in Klarheit sein, in Liebe sein, im tiefen Atem sein, führt zu einem friedvollen Leben, das Streit keine Rolle mehr im Alltag hat, sondern Kommunikation. Dass Stress keine Rolle im Alltag und auch im Berufsalltag spielt, weil man ja präsent ist. Und am Feierabend spürt, oh, wo habe ich meine Lichtreserven wieder aufzufüllen. Ich suche jetzt auch einige Minuten Zeit oder Stunden Zeit für meine heilige Einsamkeit. Und schön. In dieser Einsamkeit fühle ich mich all eins mit der göttlichen Urkraft, mit dem Kosmos, ich mich mit meinen Engeln, mit meiner Familie, mit meinen Mitmenschen. Und dieses Licht, das ist purer Segen, den man ausstrahlt, dieses Licht. Mit diesem Herzlichkeit begegne ich dann auch allen Menschen, die mir begegnen. Und so geht der Frieden in mir auch in den Frieden im Außen. Höre auf deine Seele und du bist stark. Wunderschön, da war jetzt viel dabei, was man sich noch mal öfter zu Hause dann anhören kann. Also ich knüpfe da auch noch mal an und erzähle auch von meinen Erfahrungen, weil es ganz, ganz stimmig ist und weil ich es gerade ganz lustig finde, dass hier ein richtiges Gespräch entsteht und gar nicht nur ein Interview. Ich finde das total toll. Wie kann es unter uns anders laufen? Eben, und das ist auch Mystiker-Qualität. Denn so hier dieses Gespräch, ich wusste bei beiden Gesprächen, ich bereite mich jetzt nicht so groß vor, weil ich weiß, das wird gut. Aber ich musste schon wissen, was wird das Hauptthema sein? Natürlich. Genau das, was du vorhin von den Vorträgen gesagt hast. Das Ziel hier, Seelen hören, ist diesmal das Thema. Vorher war es, wie du deinen Weg gehst und deine Erfahrungen sammelst und was dein Wissen ist, war ein Gespräch vorher. Und das ist ein schönes Symbol für das Leben an sich. Ja? Also manchmal macht man ja den Fehler, man plant zu viel, plant jeden einzelnen Schritt und dann macht man sich schwierig. Ja. Aber wenn man das alles wieder loslässt und sagt, was sind denn meine, wie du so schön sagst, meine Werte, meine Fernziele, wo weiß ich, will mein Herz hin, dann kann ich auch mal ein paar Umwege gehen, aber ich verliere das Ziel nicht aus den Augen. Ich verliere meine Kraft nicht auch. Und dann eben plus, ich vertraue, dass es geführt ist, dass es sowas wie eine geistige Welt gibt und dass das schon alles seinen Sinn hat, dass es auch einen Seelenplan gibt, den ich immer bewusster vielleicht lernen kann zu erfüllen. Und wenn ich es nicht so schnell hinkriege, wäre ich sowieso vom Leben darauf hingewiesen, ne? Wie es weitergeht. Also dann doch lieber lernen, hinzufühlen, hinzuspüren. Ich betone immer wieder, göttlicher Plan ist ja Allliebe. Die ganze Schöpfung ist Urkraft der Liebe. Unser aller Seelenplan ist der Weg dorthin. Nicht umsonst ist die Liebe die höchste Erkenntnis, die über allem steht. Und das Schicksal ist nur ein Wegweiser. Es ist nicht alles. Wunderbar. So mögen wir über allem würdevoll stehen. Wunderbar. Ein schönes Schlusswort gibt es gar nicht. Jana, ich danke dir. Ganz toll, wunderschönes Gespräch dir. Auch diesmal. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Immer ein Vergnügen. Schön. Ja, ihr Lieben, das war doch auch wieder ein sehr berührendes, spannendes Gespräch. Ich freue mich, welche Wege wir jetzt wieder gegangen sind. Und alles Gute Ihnen, alles Gute euch. Bis zum nächsten Mal.